feel paralyzed. Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen, neues Video von Enemies Clan TV. Es ist nicht nur irgendein Assassin's Creed 4 Video, sondern es sind die lang ersehnten Assassin's Creed 4 Attacker Tipps. Das, auf das ihr so alle so lange gewartet habt. Ich weiß schon, als ihr den Titel gelesen habt, ihr musstet anfangen zu sabbern, eure Hände haben angefangen zu zittern. Ihr habt euch noch nie so in eurem Leben darüber gefreut. Jetzt ist es endlich da. Ich habe es euch schon so lange versprochen und jetzt kommt es. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, aber dafür habe ich heute einen Special Guest dabei. Als Entschädigung, und es ist der von allen Geliebte, der größtgefeierte, der legendäre, Devoted Bazinga! Yo Leute, ich bin's, Devoted Bazinga, und ja, ich bin heute zu Gast bei LMS Clan TV und ich freue mich, hier zu sein. Und meine Hände zittern auch schon. Ja, das ist doch schon mal gut, ne? Also wenn sogar die Leute, die das Commentary machen, dabei zittern. Ja, auf jeden Fall, lass mich nochmal ganz kurz den Timer anschalten. Eine Sekunde, ich brauche mal ganz kurz. Ja, also heute haben wir die, Attacker-Tipps dabei in der Hosentasche haben wir sie eingepackt. Und wir haben uns heute ein Thema überlegt. Ihr habt ja schon letztes Mal, in den letzten AC-Video, habt ihr schon ein paar Sachen so drunter geschrieben, was ihr so gerne sehen wollt. Es wird nicht alles heute behandelt, selbstverständlich, weil es werden mehrere Folgen sein. Manche kann ich jetzt auch noch nicht machen, weil ich noch ein bisschen aufnehmen muss und ich hier gerade in Thailand bin. Geht ja schlecht. Und ich will den Dominik hier nicht dazu bringen, alles aufnehmen zu müssen, weil sonst hat er gar keine Freizeit mehr. Und ja, wir haben uns dann einfach mal überlegt, dass wir uns das Thema zusammensetzen, was ich ja schon ein paar gesagt hatte, dass wir die verschiedenen Typen von Angreifern machen. Also was man so online trifft, was das Standardmäßige ist. Und ja, möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Ich kann eher gern mit dem ersten Typ anfangen. Okay, sehr schön. Leg mal los. Also ein sehr häufig auch Typ von Angreifen ist der offensive Runner, der natürlich offensiv angreift, also egal, ob er Abilities hat oder nicht, dass er einfach wenig Wert auf die Defense setzt, sondern einfach nur angreift. Und ja, dass er halt nicht so defensiv ist und dass er halt offensiv ist. Super erklärt, ich meine, jetzt haben es alle verstanden, ist doch wichtig. Da gibt's ja auch sicher ein paar von denen online, die halt einfach nur ihr Ding machen und dann einfach durchrennen. Ich glaube, da habt ihr, viele von euch kennen da dieses Gefühl. Aber gut, dann mache ich gleich ja mit dem nächsten Typ weiter, der ausgeglichene Runner, sage ich jetzt mal. So ein Zwischending. Er hilft eben in den Notsituationen aus. Normalerweise greift er eigentlich dauerhaft an, hilft in den Notsituationen aus. Zum Beispiel ein Attacker hat das Artefakt von den Gegnern und die Verteidiger sagen so, scheiße, Mann, der hat sich rausgebaut, wir kriegen den nicht mehr. Dann kommt er zurück, hilft aus, knifed, whatever, ne? Aber er greift halt zu bestimmten Zeitpunkten auch noch an. Also zum Beispiel am Anfang kennt ihr wahrscheinlich die Situation, dass die Gegner dann erstmal rüberkommen und dann greift man erst an. In dem ersten Angriff so. Warten eben für gute Zeitpunkte, bis sie nicht mehr gesehen werden. Greifen oftmals mit dem Teammate an. Was auch extrem wichtig ist, selbstverständlich. Und haben mindestens eine Ability, damit sie irgendwas reißen können im Angriff. Ja, ein anderer Typ ist der Defensive Runner, der so gut wie kaum angreift und den niemand mag. Junge, das ist einer, der setzt sogar seine eigenen Fähigkeiten, die er eigentlich für den Angriff braucht, auch für die Defense ein, obwohl die Defense es eigentlich selber hinkriegen sollte. Ja, das stimmt ehrlich. Das regt die Defense auch selbst auf, wenn einfach ein Angreifer deren Kills klaut und... Das ist mir aber auch schon aufgefallen. Ich habe mich eine Zeit lang verteidigt. Und das Einzige, was mit dem Defense wirklich zu tun hat, ist die Leute zu töten. Und wenn die Angreifer dir das auch noch wegnehmen, was hast du dann noch? Ich meine, gar nichts. Du bist einfach nur depressiv. Dann kommen wir gleich zu dem nächsten Typ, den, sage ich jetzt mal, assistierenden Angreifer. Ein gutes Teammate, was jeder gute Angreifer eigentlich braucht. Er macht die Ablenkung, er oder sie macht die Ablenkungen. Zum Beispiel irgendwie Teleport in, Stunt oder macht Freerunning. Hilft mit den Abilities aus, wie zum Beispiel wirft ein Knife rein. Wenn der andere gerade versucht wegzurennen oder sich zu porten, wirft dann direkt ein Knife rein, so tschuh, across the map, ne? Kann man so ein bisschen Zeitlupe machen? Nee. Und, oder er läuft eben mit dem Artefakt so, dass die Defender abgelenkt ist, nur auf ihn gerichtet sind. Und, ja, eben, dass er so eine, wie du es ja vorhin genannt hast, wie war das nochmal? Knife-Falle oder wie war das? Wie ist das genannt? Knife-Eater. Knife-Eater, genau, sorry. Der fängt halt die Knives wie die. Für den anderen Angreifer ab.
Genau, dass der andere dann nicht mehr so viel zu tun hat. Gute Ergänzung. Sozusagen ein Supporter. Super, Support-Angreifer. Perfekt, ein Supporter. Perfektes Wort, warum hast du denn jetzt nicht gleich gesagt, Mann? Junge, ich weiß es nicht. Ja, merke ich. Okay, und der letzte Typ, möchtest du den dann noch vorstellen? Ja, kann ich machen. Der letzte Typ ist der allzeit gehasste U-Turner. Der ist speziell in AC4, soll ich sagen, groß geworden, genau. Also, jeder kennt, also jetzt zum Beispiel ich auf Xbox kenne die meisten U-Turner, die dann wirklich nicht aggressiv angreifen, sondern meistens zu dritt, also dass er mit den Defender hinten bleibt und einfach mit Defender. Also er rennt zu deiner Seite, aber er rennt dann sofort zurück, um die Angreifer zu töten. Das ist einfach nicht unmenschlich, aber ist ziemlich asozial gegenüber den anderen Teams. Man muss da, finde ich, irgendwie so eine Grenze finden, also diese sinnvolle. Da kommen wir aber gleich auch schon mal zu dem einen Punkt, den mir Sugarfree, Gruß an dich, der mich drum gebeten hat, den mal zu erwähnen. Domme, was hältst du denn eigentlich von sinnvollem U-Turn? Existiert das für dich oder nicht so? Da ich ja selbst ein U-Turner bin, von vielen genannt. Junge, der Schüler von Valemar. Aber ja, also ich finde, es ist ja sinnvoll. Das U-Turn ist sinnvoll. Also, wenn du weißt, dass deine Verteidiger Hilfe brauchen, ohne dass sie dir das schon sagen, dann ist U-Turn eigentlich sinnvoll, ja. Hast du da irgendwie im Kopf eine Situation oder sowas, die du kurz beschreiben könntest? Irgendwie? Wenn die Gegner zum Beispiel einen Dreierangriff starten, so, falls das ihre Taktik ist, dann weißt du halt, ja, die Verteidiger brauchen jetzt Hilfe, weil das wirklich gute Attacker sind und dann auch noch zu dritt. Dann, ja, dann rennst du halt zurück. Ja, genau. Doch, stimmt. Das ist eine sehr gute Idee. Aber du verfolgst sie halt auch wirklich nicht. Du bleibst halt an der Line und guckst halt, ob du die so schon wegbekommst. Genau. Nicht direkt zu Base oder so zurückrennen. Das wäre auch ein bisschen assig. Das wäre ein bisschen zu übertrieben. Ja, auf jeden Fall. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Wenn zum Beispiel die zu dritt angreifen, überlegt, dann schaue ich auch lieber nochmal mit einem Auge nach hinten so verdreht. Nee. Aber da schaue ich halt lieber noch mal ein bisschen nach hinten, als wenn nur zwei angreifen, dann mache ich mir gar keine Sorgen. Ich finde auch dieses U-Turn, wenn man es wirklich übertreibt, ich finde, es gibt ja auch manche, die sagen, dass U-Turn eine Taktik ist und sowas. Das U-Turn bezeichne ich nicht mehr als Taktik, weil dieses U-Turn, was ich meine, ist halt zum Beispiel, dass man dauerhaft zurückrennt, um einfach nur den Typ wegzuholen, einfach sinnlos. Man knifet den, man rennt dem hinterher, wirklich irgendwie 2 Minuten, dann rennt man dem hinterher, knifet den und holt den weg, habe ich ja schon mal in einem Video gesagt, wo ich meine eigene Meinung gesagt habe. Es gibt wirklich sinnvolles U-Turn, das was du gerade erwähnt hast, zum Beispiel, wenn die zu dritt dann angreifen, aber es gibt halt auch sinnloses U-Turning, was man wirklich nicht braucht, überhaupt nicht, weil dadurch verbaut man sich das eigene Spiel, kriegt weniger Artefakte und sonstiges, aber das habe ich ja alles schon erwähnt. Und ja, sollen wir dann weiter mal zu den Wesen kommen, der einzelnen Angreifer? Können wir gerne machen. Okay, ja, dann würde ich gleich mal das erste Wesen vorstellen. Ja, sorry, dass wir euch wie Pokémon behandeln alle, ne? Aber muss halt auch mal sein. Und als erstes gibt es eben den, sag ich jetzt mal, den Fast Teleporter, der dir eben sofort teleportet. Zum Beispiel, er springt in die Base rein, beim Abrollen noch oder beim Aufstehen direkt einen Port rein. Er braucht dann eben, was die Abilities betrifft, bräuchte dann eben ein Shield, wäre nicht schlecht. Mit einer Time Phase kann er zum Beispiel einen Verteidiger ausschalten. Er braucht aber auf jeden Fall einen schnellen Teleport. Einen schnellen Teleport, damit er so schnell wie möglich rauskommt. Das ist eigentlich die beste Methode, wenn man das immer macht. Und was auch noch hilft, ist von Supporter-Angreifer, dass man eine Ablenkung hat. Oder dass er eben sehr Stealth spielt und dass ihn den Verteidiger eben nur schwer erkennen können und dass er sich dann eben rausportet. Somit verkleiden oder so spielen. Nee, eh niemand. Naja. Ja, das war das erste Wesen. Genau. Ja, das zweite Wesen, das denkt ein bisschen um die Ecke. Oh Gott. ist der Behind the Corner Teleporter. Der ist auch sehr schnell in die Base reinkommen und versucht halt, braucht halt auch Assist oder Support von einem anderen Teammate und versucht halt hinter der nächsten Ecke direkt supporten. Und er braucht dann
wahrscheinlich, er braucht auch dann schnell einen Teleport, damit er nicht vom Helm oder noch von vielleicht noch einem anderen Attacker, von U-Turned oder einem Defender halt gekillt wird. Genau, stimmt. Ja doch, das ist auf jeden Fall, die beiden ähneln sich ja ziemlich, ziemlich sehr. Die beiden Typen, die beiden Wesen, finde ich, ähneln sich schon ziemlich. Aber es sind halt dann doch zwei verschiedene Sachen, weil nicht jeder Angreifer, finde ich, drüber nachdenkt, erstmal in seine Ecke zu rennen, damit man nicht genervt werden kann. Aber dann kommen wir auch gleich mal zum nächsten. Eigentlich der skillreichste, würde ich jetzt mal sagen. Alle sagen, das ist der mit am meisten Skill. Auf der PS4 sagen sogar alle, ja, Leute, die direkt porten, sind alles fucking Noobs und so. Hacky Skill, sag ich nur. Und der Freerunner eben. Dieser braucht meiner Meinung nach einen mittleren Teleport, also ein mittleres Middle-Range-Teleport. Und oder halt vielleicht auch mal gar keinen Teleport, wie es ja auch manche machen. Der kann eben seinen eigenen Skill zeigen, kann halt eben übel abgehen. Und kann dann auch, also wenn er wirklich sich sicher fühlt und gar keinen Teleport braucht, das für ihn nicht notwendig ist, oder er denkt, dass er zwei Abilities braucht, um wegzukommen, um besser damit wegzukommen, nimmt dann eben Shield und eine Time Phase oder Shield und eine Smoke. Sowas in der Richtung. Manche haben auch schon mal mit Smoke und Time Phase angegriffen. Und ja, ich finde halt, dass das auch noch eine ziemlich gute Möglichkeit so als Supporter, Support-Angreifer wäre. Also, dass der dann eben supportet und irgendwie die Angreifer ablenkt und die Verteidiger ablenkt und wenn dann eben er vom Angreifer weggeholt wird, dass der Zweite dann die Chance hat, das Artefakt zu holen. Genau. Genau. Und das letzte Wesen, was wir vorstellen, ist der Freerunner, der auch einen Teleport benutzt, aber der versucht halt, auf gute Portspots zu finden und dann zu porten. Der braucht halt, meiner Meinung nach, einen mittleren Teleport oder einen Range-Teleport. Um dann gut wegzukommen. Ich würde persönlich keinen Range-Port empfehlen, weil du wirst dann meistens gehemmt. Aber es gibt wirklich Attacker, die gut mit Range-Ports umgehen können und ja, die beneide ich auch. Ja, ich meine, man benutzt halt im Endeffekt immer das, was man am besten findet. Ne? Ja, die versuchen halt immer die besten Spots zu finden. Das ist das so, was den stärksten Angreifer, finde ich, ausmacht. Aber worüber wir dann vorhin noch geredet haben, ist natürlich, wenn ihr jetzt so sagt, so von wegen, ja okay, irgendwie jeder Typ, jedes Wesen, das spricht irgendwie in Teilen auf mich zu. Selbstverständlich, also die besten Angreifer, wie wir beide zum Beispiel, ne, ich meine, gut, nee, Spaß. Aber die besten Angreifer, die kombinieren eben diese ganzen Sachen irgendwie zusammen und passen es auf die beste Situation an. Die analysieren die Situation und benutzen das Beste. Siehst du das auch so, oder hast du da irgendwie eine andere Meinung zu? Ne, genau, sie wissen halt, welches Wesen, welche Taktik sie in welcher Situation brauchen. Das macht auch einen guten Angreifer aus. Genau. Das ist eben, ja, also das findet man immer wieder, sobald man irgendwie mit stärkeren Leuten spielt oder so, die passen irgendwie immer ihre Taktik an. Zeitmäßig, scoremäßig und sonstiges. Und jetzt zum Abschluss hätte ich nochmal eine ganz kleine Frage so zum Abschluss an dich. Als was für ein Angreifer schätzt du dich eigentlich so ein? Als was für ein Angreifer würdest du eigentlich so denken, was du so bist, mit was du gestartet hast? Weil ich finde, man findet immer noch heraus, was für ein Angreifer für ein Typ ist, egal wie sehr er sich den einzelnen Wesen oder Typen anpasst. Man erkennt irgendwie immer noch heraus, welchen Typen er eigentlich hat. Und hast du da irgendwie einen Typen, den du favorisierst oder dem du eher so zusprichst, mit welchem du geboren wurdest? Also geboren wurde ich mit den eigentlich defensiven Runner. Also, mir persönlich wurde nicht erklärt, wie man angreift. Ich habe es einfach getan. Und deshalb Talent. War ich auch, der Devote ja, ist mit Talent geboren. Talent. Die talentierte Nazi, ne? Ja, Mann. Ich hatte halt diesen defensiven Typ im Kern, dass, wenn ich einmal gescored habe, dann bleibe ich auch erstmal hinten und gucke mal, wie Angreifer darauf reagieren. Dass wir jetzt gescored haben. Vielleicht machen die einen Dreierangriff und dann bleibe ich einfach mal hinten. Das sieht man auch in ein paar Videos von mir. Aber dann irgendwann fange ich mich auch wieder und bin dann eher auch der ausgeglichene Runner, der ich auch hier zurzeit bin. Und das ist für mich eigentlich der beste Typ. Ja, ist halt also, irgendwie ausgeglichen, kann irgendwie alles so, ne? Dass man nicht so krass auf die anderen, muss man sich nicht so krass auf die anderen verlassen, kann auch sein eigenes Ding durchziehen. Und yo! Ich denke, das war's auch soweit. Hast du noch irgendwas zu sagen? Noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Nein, gerade nicht. Irgendwie den alten Victory LP vorstellen?
Junge, nein. Nein, also die den Such nicht nach Channel, diesem Kanal. die den Channel noch kennen, die werden wissen, was da so alles abging, was für eine gute Zeit es war noch, ACR und so. Und ja, dann würde ich sagen, dann hat sich das mit den ersten Attacker-Tipps hier soweit erledigt. Das war dann das erste Video. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, wenn euch noch irgendwelche Wesen oder irgendwelche Typen einfallen, würden es super interessieren. Das sind die haben wir mal zusammengetragen, das sind die uns bis jetzt so eingefallen sind. Wenn ihr noch weitere habt, schreibt es in die Kommentare, wir werden sie dann noch in weiteren Videos vorstellen. Und ja, dann schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, ob es euch gefallen hat, was euch daran gefallen hat und was euch daran nicht gefallen hat. Dann könnt ihr auch meinetwegen Daumen runter geben. Ich freue mich aber immer mit Daumen hoch. Und ja. Willst du dich auch noch verabschieden, Domme, oder nicht? Spaß. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Oh, danke schön. Gerne wieder. Und ja, wir sehen uns, Leute, im nächsten Video, würde ich sagen. Genau, schreibt mir in die Kommentare, wie, Bis dann. ob ihr wollt, dass Domme mal wieder dabei ist. Weil ich habe hier begrenzte Zeit, ne? So viele Anfragen, nee, Spaß. Auf jeden Fall, vielen Dank, dass du dabei warst, Domme. Hat richtig Spaß gemacht, richtig cool. Wir haben ja irgendwie schon eine Stunde gelabert, bevor wir endlich mal anfangen konnten. Und wie Ja. gesagt, dann hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Schreibt es in die Comments und dann macht's gut. Bis zu den nächsten Attacker-Tipps, Leute. Ciao! Ciao.